Hallo, mein Name ist Johann Kraft. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Leipzig und ja, hab die letzten 4 Jahre meiner Schullaufbahn auch Theater gespielt, eben auf der Bühne. Und 2 Jahre dann noch währenddessen in der Regie mitgearbeitet. Genau, ich habe mir in der 11. Klasse noch eine Theatermentorenausbildung gemacht, für Kleingruppen eben. Und ja, da ist mir dann einfach aufgefallen, wie krass man im Theater seine Persönlichkeit aus verschiedenen Lichtern dann nochmal irgendwie so ein bisschen betrachten kann und sich selber echt gut kennenlernen kann. Man sieht es natürlich auch bei anderen dann so ein bisschen. Und das, was mich immer mega fasziniert, wenn ich mir Theaterstücke angucke, durchlese, selber spiele, ist eben die gesellschaftliche Veränderung, die der Autor vielleicht ja auch manchmal eben betonen will. Und ja, wie sich vielleicht auch die Gesellschaft sozusagen eben nicht verändert hat bis heute. Genau. Als erstes spiele ich Malvolio aus dem Stück Was ihr wollt von William Shakespeare. MOAI. Diese Anspielung ist nicht so klar wie die vorherige. Und doch dürfte es an mich gerichtet sein, denn jeder dieser Buchstaben kommt in meinem Namen vor. Naja, seht, hier folgt Prosa. Wenn dies in deine Hände fällt, erwäge, mein Gestirn erhebt mich über dich, aber sei nicht bange vor Hoheit. Einige werden hochgeboren, einige erwerben Hoheit und einigen wird sie zugeworfen. Und um dich an das zu gewöhnen, wirf deine demütigen Hüllen ab und erscheine verwandelt. Sei widerwärtig gegen einen Verwandten, mürrisch mit dem Bedienten. Und erinnere dich, wer deine gelben Strümpfe lobte und dich beständig mit kreuzweis gebundenen Kniegürteln zu sehen wünschte. Dein Glück ist gemacht, wo du es wünschest, und lebe wohl, sieh die glücklich Unglückselige. Das Sonnenlicht, es ist nicht klarer. Es ist offenbar, ich will stolz sein. Ich will politische Bücher lesen und ich will Junker Tobias ablaufen lassen. Und ich will mich auch von gemeinen Bekanntschaften lösen und ich will einfach aufs Haar der rechte Mann sein. Und sie war es, die meine gelben Strümpfe lobte, meine kreuzweis gebundenen Kniegürtel rühmte. Und nun offenbart sie sich meiner Liebe und mit einer feinen Wendung nötigt sie mich zu diesen Trachten und ihrem Geschmack. Bei den Sternen, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Ich will stolz sein, ich danke den Sternen und ich will alles tun, was du wünschest. Als zweites spiele ich den Wissenschaftler aus dem Stück Abgefackt oder Der Rest ist Schweigen von Nike Meerwoldt. Inzest wird als sexueller Missbrauch in seiner höchsten Form verstanden. Am häufigsten erfolgt er zwischen älteren Brüdern und jüngeren Schwestern, meist über einen längeren Zeitraum und unter Drohungen. Inzestuöse Verhaltensweisen unter Geschwistern werden dann zu Machtmissbrauch, wenn die Person oder eine Person die geheim zu haltende Bindung als Druckmittel verwendet und dann natürlich auch durch Drohungen sie zum Schweigen zwingt.
Somit ist eine ausgangseinvernehmliche sexuelle Handlung keine weniger schlimme Missbrauchsform. Also kann man sagen, Geschwisterinzest kann für, also jegliche Form von Geschwisterinzest kann für den Betroffenen und für den Übergriffigen schwerwiegendste Folgen haben. Somit ist ein Einvernehmen zum Beispiel des jüngeren Kindes nicht vorausgesetzt. Dementsprechend ist eine Abwehrhaltung gegenüber des Älteren auch nicht immer erkennbar und nicht offensichtlich.